Ja, Lou Reed, kommentieren Sie es doch am besten. Ich wollte eben sagen, dass in diesem Fall das Video sehr aufregend ist. Wir konnten hier schon etwas erfassen mit diesem Video. Es sind Bilder aus New York, von den Orten, die mir sehr vertraut sind. Da haben wir an der 6th Avenue und der West 4th Street Basketball gespielt. Ein sehr talentierter Fotograf war hier beteiligt. Das Video wirkt auch wie eine Liebeserklärung an New York. Sind Sie der Mann, der durch New York geht und unablässig aufnimmt und sammelt und vor allen Dingen die Dinge sammelt, die er in U-Bahnen findet oder die er bei Pennern findet? Das tue ich ständig. New York City ist ein großartiger Ort dafür. 24 Stunden am Tag passiert da was, egal wohin man sieht und manchmal auch da, wo man nicht gerade hinsieht. Es ist immer ein Vergnügen und auch eine Inspiration. Ich habe diesen Song geschrieben, weil es dabei geht um die Beziehung zu einer Stadt, in die in gewisser Weise so viel größer ist als man selbst. Man kann nie so groß sein wie diese Stadt. Die Eindrücke, die ich gewinne und das, was dazu führt, dass ein solcher Song geschaffen werden kann, ist ähnlich wie das, was ich von Robert Wilson erhalte. Wenn ich einige der Bühnenbilder betrachte, die er geschaffen hat, das, was er aufbaut, betrachte, das, was er aus dem Nichts schafft, das inspiriert mich außerordentlich. Das ist eine Möglichkeit, auch auf diese Weise Songs zu schreiben und die Bühnenarbeit zu beobachten. Das ist sehr spannend. Ich komme nochmal zu New York. Haben Sie das Gefühl, dass Sie unter Umständen aus der Erfahrung, die Sie auch in Texten verarbeiten, dieselbe Sprache sprechen wie Obdachlose, wie Leute an der untersten sozialen Grenze, wie Verarmte? Wissen Sie, das habe ich schon mal gehört. Die meisten Musiker haben zunächst mal gar nichts. Dazu gehöre ich auch. Musiker müssen oft im Kino übernachten oder irgendwo auf dem Fußboden bei irgendjemandem, sonst wo. Die Musiker haben, glaube ich, insbesondere ein Gefühl für diejenigen, die arm sind, die nichts haben. Ich glaube, die Musiker können sich damit identifizieren, wegen des Lebensstils, den die Musiker selber tagtäglich erleben. Sind Sie einsam in New York? Nie. Weil Sie Freunde haben oder weil Sie immer jemanden finden, mit dem Sie reden können? Ich glaube, es ist sehr wichtig, so viele Menschen wie nur möglich zu haben, um mit ihnen zu sprechen, sei das in New York oder auch auf Tahiti. In New York ist es schön, wenn man immer rausgehen kann und dann irgendjemandem begegnet. Jedenfalls hofft man das. Ich habe bei der Lektüre der Texte zu Ihrer Platte, Set the Twilight Reeling, an Raymond Chandler gedacht und an die Figuren, die er kreiert hat. Sehen Sie die Verwandtschaft selber? Im Hintergrund denke ich immer so an einige Autoren. Autoren, die mich sehr beeindruckt haben und auch beeinflusst haben. Dazu gehört ganz bestimmt auch Raymond Chandler. Aufgrund der Einfachheit der Sprache. Ich hielt es für so bemerkenswert, dass jemand eine Geschichte erzählen kann mit so außerordentlich dichterischen Bildern und spannenden Bildern, mit Worten, wo man nicht erst einmal 8 Jahre lang an der Uni studieren muss, um zu verstehen, worum es dabei geht. Ich hatte den Eindruck, darum geht es in der Demokratie. Andy Warhol hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, alle kaufen die gleiche Coca-Cola. Es gibt eine Reihe von Worten, die uns allen zur Verfügung stehen, ganz egal, welches unsere Ausbildung oder Bildung ist. Es ist also interessant, wie das bei 3 Akkorden im Rock'n'Roll gilt. Jeder kann die Gitarre nehmen und diese 3 Akkorde spielen und 15 Minuten lang spielen damit.
Das ist kein Geheimnis, das dem zugrunde läge. Und die Worte, die man oft einsetzen kann, wenn man schreibt, sind die Worte, die uns allen zur Verfügung stehen. Jeder also kann einen Song schreiben. Ob man jedoch sich auf die Ebene eines Raymond Chandler hochschreibt, ist eine andere Frage. Und da wird es dann auch spannend. Es gibt ja schöne Zeilen von Raymond Chandler. Ich bin sicher, Sie kennen sie. Diese Blonde war so schön wie eine gespaltene Lippe, zum Beispiel, hat er mal gesagt. Mir gefällt daran, dass man mit sehr wenigen Worten ein Bild transportiert bekommt, das man sehen und empfinden kann, worum es geht. Und dies sofort. Ich habe immer versucht, dies in meinen Texten, in den Songs zu erreichen. Etwas zu bieten, was man sofort sehen und empfinden kann, weil es so schnell vorüberzieht. Sie haben so einfach von diesen drei oder vier Akkorden gesprochen, die man so schnell lernen kann. Was man nicht lernen kann, ist der Sound Ihrer Platte. Das heißt, sie klingt tatsächlich, oder sagen wir so, klingt sie tatsächlich so, wie Sie sie gehört haben, als Sie sie aufgenommen haben? Und das ist nicht selbstverständlich? Wenn Sie die meisten Musiker danach fragen, dann werden Sie sagen, dass der Sound, den Sie auf der CD hören, nicht der Klang ist, den Sie gehört haben. Sehr oft sind Sie davon auch sehr enttäuscht. Und viele Musiker buddeln dann die Bänder durch und finden dann ein Band vor der eigentlichen Platte. Und dann sagen sie, das ist näher an dem dran, wie es eigentlich geklungen hat. Und im Laufe des Verfahrens ist das irgendwie herausgefiltert worden. Und so viele Platten klingen deswegen so ähnlich. Mein Ziel seit langem war, dass ich zwar wusste, dass ich einen guten Sound erreichen kann, aber ich wollte den Sound haben, der so spannend ist. Das wusste ich ja. Und 2,5 Jahre lang habe ich an dieser Schallplatte gearbeitet, um in der Lage zu sein, eben dieses Ziel auch zu erreichen. Aber es ist schön, denn wenn jemandem jetzt die Platte gefällt, dann hören die das, was ich auch gehört habe. Und das ist sehr wichtig, denn wir bemühen uns ja so sehr darum, diesen Sound der Power und der Gefühle zusammen mit den Texten zu transportieren. Lou Reed, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Alles Gute. Thank you. Very interesting. Please remain seated for a second. Meine Damen und Herren, vielen Dank, vielen Dank.